So, dann servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Am Team hat sich nichts geändert, bloß dass wir aufgestiegen sind in der Liga vom normalen Trainer zum Le Champion. Oh, hallo Chris, Professor Link, der sagt, er habe was, irgendwas für dich. Wetten? Tja. Oh, hallo Chris, ich hab dich schon erwartet. Ich hab dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon-Jagd gehen. Ticket. Das Schnellboot, das für dieses Ticket gültig ist, liegt im Hafen von Olivana City ab. Aber ich weiß, dass ich ja schon besser sieht. So, der Pokémon sieht. Ihr seid sicher schon viel zusammengerissen. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, bitte grüße Professor Eich von mir. Kann ich machen? Falls ich nicht verpeile. Bam, 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 bam. Ich sag's mal so, etliche Teammember werden abgelegt. Weil in die Kampfzone kommst du nur aus zwei Gründen rein. Entweder du wirst eingeladen oder du hast die Liga geklatscht. Für uns zählt Letzteres. Da wir die Liga umgeholzt haben. Ich schau mal, ob ich einen Schutz habe. Lalalu! Das wollte ich ja eh machen. Nö. Und viele Items habe ich ja in der Liga auch nicht gebraucht im letzten Part. Ein Toktik. Was machen wir denn alles mit der Kampfzone, bevor wir nach Kanto reisen? Ich werde euch jeweils eine Attraktion zeigen. In jedem Part. Vielleicht schaffe ich sogar mehrere in einem Part. Auch wenn wir Haue kriegen. Die Schuppe. Kann das sein? Die gehört da ein. Garados? Das nenne ich mal selten. Ich muss sie haben. Chris, willst du mir in diesen EP-Teile abtreten, den ich von Professor Eich bekommen habe? Sehr schön. Klar. So, da. Das Leben ist schön. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Oh ja. Lalalü. Route 40! Ein Augenblick! Das ist einfach unfassbar. Da hatte ich extra mitten in der Reihe aufgesichert. Und dann bin ich eingenickt. Ich hatte Trottel, ich bin ja so dumm wie immer. Willkommen in der Kampfzone. Ist dein erster Besuch hier? Und dann hier entlang. Oh, ich sehe, du. Ich sehe eine Kampfkamera, das ist aber famos.
Erst Besuch in der Kampfzone wird die Kamera umsonst aufgerüstet. Dazu lächeln. Bräuchte ich einen kurzen Augenblick. Ach ja, einfach hier öffnen. Und da hätten wir es, bitteschön. Nice, wir können GP. Unsere Mitarbeiter decken den einzelnen Bereich der Kampfzone. Ich kann dir auch einen allgemeinen Überblick. Hast du nö. Genieß deinen Besuch hier. Das werde ich. So, hier Trainings-Items. Ja, da dürfte ich offscreen noch eine Menge farmen. Wo fangen wir an, ist die Frage. Ich weiß schon, wo wir anfangen. Willkommen im Kampfsaal. Ich stehe dir bei einzelnen Doppelkämpfen helfen zur Seite. Beachte bitte, dass diese Kämpfe nur für einen Trainer gedacht sind. Welche Herausforderung möchte ich gern stellen? Einzelkampf. Bitte Pokémon für den Kampf auswählen. Das heißt, wir räumen jetzt erstmal im Kampfsaal auf. Bitte hier klappen. Bitte wähle den Typ, gegen den du antreten willst. Stahlrang 1. Missetäter, halt ein, sage ich! Tja, aber was die da sagen, Kampf zu ist auch nicht. Ah, nee, Nino. Ja, komm, das. Tja. So, und dann starten wir uns erstmal Stahl. Ein Stalunior! Aber unser Lexikon ist hier eh nicht aktiv, also dementsprechend. Tja, und da lasse ich mich nicht stressen von. Weil offscreen habe ich dann hier eh noch genug zu tun mit Punktefarmen. Erstmal schaue ich mal, dass ich einen Typen hochkriege, in dem Fall Stahl. Und Tarnhill ist eh das leichteste, weil hier kannst du eh nur, wenn du überhaupt Bodycheck. Sieh mal einer an. War mal nicht so schlecht. Tja. Die Runde war das reinste One-Hit-Fest. Ja, sollte für Clown auch Sinn machen, dass er athletisch ist.
Tommaso Ciampa. Oh, okay. Wobei, über Zirkusse gibt es ja eh genug in der Diskussion. Aber hey, ist ein anderes Thema. Wow, ich krieg das erste Mal Schaden. Süß. Ein Kampf, der mal nicht eine Runde dauert. Enttäuschung. Tja. Sollte man auch. Also schaue ich jetzt erstmal, dass ich mich um... Dass ich erstmal einen Stahltypen maximiere. Na, auch schon bemerkt. Sollte man mit Haustieren auch machen. Ach, ein Flunkkäfer. Hat er den sechsten Feentyp dazu bekommen? Ja. Wir gehen jetzt erstmal komplett auf den Stahltypen, dass wir den weg haben. Und Vorteil ist, dass ich meinen Pokémon auf 51 habe. Wow, mal wieder Gegenwehr. Das Münzamulett hilft mir zwar nichts, aber das ist eher auch, ich sag's mal, uninteressant. Aber da hat jeder seine eine andere Strategie gehabt. Die einen haben von durchgemixt, die anderen haben sich auf einen Typen spezialisiert. Ich mache jetzt mal die Variante. Ach, kennen wir ja von irgendwo her. Ich sage nur Trainer Silver. Weil es wird dann verschiedene Parts dauern, dass ich dann alles gezeigt habe. Ich werde auch offscreen natürlich, wie schon vorher gesagt, farmen. Punkte sind TMs. Ja, und als nächstes rüste ich mal... Gestein. Ich glaube 10 bis 20 Kämpfe oder so waren das. Die man braucht, bis das vorbei ist. Wenn ich hier gerade einen Sieg nach dem anderen einfahre. So, den Typ, gegen den ich mal antrete, ist Gestein. Ein Pokékind. Wenn ich die Konzen... Weil Sache mit den Pokékindern ist auch im hier, wie heißt es, Sword Shield aktiv.
Die Mädchen tragen Pikachu und die Jungen haben Evoli. Oder umgekehrt. Keine Ahnung. Wer es weiß, soll es mir in die Kommentare böllern. Bin ja auch nur durch die Story gerauscht. Gleich nochmal Gestein. Und sollte es irgendwie schaffen, gegen Kampfkoryphäen offscreen anzutreten, werde ich euch das natürlich zusammenschneiden. Weil sich das ja auch nicht von allein macht. Tja. Hier habe ich die erste 10er-Serie mal eben gewonnen. Nö. Jo, einer von noch vielen Wundern, die wir brauchen. Ja, das werde ich offscreen machen. Wenn mich den und den nächsten Part werde ich dafür nutzen, um euch die Kampfzone zu zeigen. So, dann als nächstes. Wir gehen nämlich einmal schön im Kreis. Im Kampfpalais. Dann nehmen wir mit. Nee, da habe ich lieber einen Chor. Das heißt, Owei mag mal ein paar Gatometze bei. Das jetzt in dem Part ist egal, ob er gewinnen oder verlieren. Willkommen im Kampfpalais. Mein Name ist Perenus. Ich handle im Auftrag der Dame Kathleen. Der Besitzerin-Palais. Das muss ich dich um alle Items bitten, die deine Pokémon halten. Du bekommst sie beim Verlassen des Palais wieder. Dann habe ich hier 10 Palais-Punkte, Pipi genannt. Sie sind nicht hier einsetzbar. Bitte, sie gehören dir. Der Hosenscheißer sagt's. So genau alle 4 Startertypen sind gerade auf dem Feld. Nämlich Feuer, Wasser, Pflanze sind immer als Hauptstartertypen und Elektro ist wegen hier Gelb und Let's Go Pikachu und so weiter. Da Vonera auch nicht gerade physisch das Stärkste ist.
Aber was dann HP gewinnt, verliert es im doppelten Sinne wieder. Und sogar im 3-, 4-, 5-fachen Sinne sogar. Also ein Flammenwurf tut weh. Tja. Perinus, Pipi für diesen Trainer, sofort. Nehme ich. Ah, da kann man ein bisschen Sabotage betreiben. So, habe ich das euch auch gezeigt, wie man am besten sich den Kampf erleichtert, indem man das erste Pokémon zum Beispiel mal um 5 Level verkuppelt. Was haben wir denn runtergesetzt? Ach, Bisasam haben wir runtergesetzt. Also das Blutzug schalte ich lieber gleich aus. Falls das eine Ampel leuchtet, hat das Oval ganz schön im Eimer. Habe ich nie so Lust drauf. Ach, ein Gischick! Boah, so ein Magma, was aus was Liga erfahren ist, würde ich nicht unterschätzen. Obwohl Shigi ist ja auch nicht gerade kampfunerfahren, wollen wir mal sagen. Ah, physisch kann es eh nix. Weil es verbrannt ist. Und Psychokinese, gut, dass ich die Attacke deshalb lernen lassen. Nein, 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 nein. Tja, Baden ist eigentlich eine schöne Angenehmheit. Gleich rein. Kerngedanke rein. Da fackelt man nicht lange. So, Dala. Weil ich werde nämlich gleich nach dem Kampf den Part beenden. Ich werde hier offscreen natürlich weitermachen. Einfach gesagt, ich bin hier nicht untätig. Aber ein Nachteil hat es. Du musst angedatscht weiterkämpfen.
alle hacken auf meinem armen Owei rum. Was habt ihr denn alle meinem Eierkopf getan? Nur weil ein Owei in die Ruhmeshalle eingezogen ist. Boah, was haben die alle dem Eierkopf getan? Ganz einfach, ich hätte die stärkere Pokémon. So, Della, ich werde hier natürlich erstmal weitermachen. Wir sehen uns dann im nächsten Part vor dem Palais wieder. Da werden wir dann schauen, dass wir die anderen Einrichtungen wie die Fabrik, den Turm und den anderen Teil abgeklappert kriegen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich sage bis dann. Ciao, ciao.